Hi, Uli hier für TapTech und wir haben mal wieder ein kleines Video für euch. Diesmal geht es allerdings nicht um das Nexus 7, das ihr hier seht, sondern es geht um die passende Hülle dazu. So vom Innenleben her sieht das eigentlich alles noch ganz normal aus. Allerdings ist das eine Hülle von Caseable.de und dort habt ihr die Möglichkeit, die selbst zu designen, wie ihr hier vorne auf dem Cover sehen könnt. Das ist jetzt eine Vorlage. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, ein komplett eigenes Bild zu nehmen und damit das Case bestücken zu lassen. Also es ist eine wirklich nette Geschichte. Lieferzeit und alles, knappe Woche, wirklich ordentlich. Ihr könnt auf der Internetseite alles selbst auswählen. Die Grundmaterialien, wie hier drin, habe ich jetzt zum Beispiel schwarz gewählt. Es geht natürlich auch weiß oder ähnliche Farben. Rückseite könnte man auch bedrucken lassen, habe ich jetzt aber auch in dunkel gelassen. Und dann halt die Vorderseite, wie ihr wollt, könnt ihr die bestücken. Im Innern habt ihr hier noch ein kleines Fach. Da kann kommen Zettel rein, Kreditkarte, sowas in der Richtung. Und dann wird das Tablet hier mit diesen Gummis eingespannt. Das ist an sich sehr cool, weil es dadurch auch bombenfest in diesen Dingen drin hält, in dem Case. Also ich habe es quasi die ganze Zeit drin. Ich habe es jetzt nur für den Test mal rausgenommen. Das einzige Problem ist, hier oben bei diesem letzten, ich mache es jetzt mal kurz dran, um es euch zu zeigen, darunter liegt nämlich der Power-Button und die Lauter-Leise-Wippe. Ich hoffe, ihr seht das. Sonst noch ein bisschen näher ran. Hier, und da ist natürlich ein bisschen Friemelei, da dran zu kommen. Es geht auf jeden Fall, ist halt aber ein bisschen umständlich. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Ich für meinen Teil nehme das Ding einfach weg und komme dann ordentlich dran. Dann ist es kein Problem mehr. Wird aber wahrscheinlich den einen oder anderen stören, weil es halt nicht wirklich optimal gelöst ist. So sieht das dann aus, wenn ihr es zu habt. Ihr habt hier außen noch ein Gummi, das ihr zuziehen könnt. Und so sieht es dann komplett verpackt aus. Also es hat auf jeden Fall was. Es ist cool, weil es wirklich individuell ist. Und ich finde es zum Lesen echt praktisch. Weil wenn ihr das in der Hand haltet, das Tablet in der Hülle jetzt, ihr packt nicht auf diesen schmalen Rand, der beim Nexus ja wirklich schmal ist, sondern ihr packt eigentlich immer die Hülle an und löst dadurch nicht irgendwelche Funktionen aus, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt, beziehungsweise macht irgendwelche Sachen zu. Ist mir öfter passiert, wenn ich das Ding hier irgendwie gehalten habe. Ja, das war es auch eigentlich schon. Also insgesamt ist das wirklich gelungen. Es macht Spaß, es fühlt sich sehr griffig an, es rutscht nicht, auch innen das Tablet. Jetzt klar, wenn ich das eine rausgenommen habe, ist es nicht mehr so sicher, aber grundsätzlich, ich mache es nochmal gerade drüber. So, grundsätzlich hält das echt bombenfest. Also kann hier rumwackeln, rumschieben und alles machen. Bleibt drin, ist wirklich gelungen. Ja, so viel zu dem Case. Wenn ihr auch eins haben wollt, den Link findet ihr in unserem Testbericht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut!